Moin Moin, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich war heute wieder einkaufen, denn der Sommer steht vor der Tür und ich will mir einen Tisch bauen. Wenn der Grill mal angeschmissen wird, dann brauchen wir so einen kleinen Tisch dabei, den man immer wieder mal auseinandernehmen kann und beiseite stellen kann, ohne dass es uns viel Platz wegnimmt. Ups, jetzt habe ich ein bisschen rumgespuckt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit dem Zuschnitt beginnen. Ich habe mir drei Latten gekauft, Kanthölzer, Latten. Was sind das für Abmessungen? 24x44 und ein Brett habe ich mir besorgt. Ja, fangen wir mal mit dem Zuschnitt an. Die Beine mache ich so circa 90 lang. Da brauchen wir 4 Stück von. So. So, dann nehmen wir mal uns die erste Strebe. Dann machen wir hier schon mal eine Linie hin. Zwischen der ersten und der zweiten Strebe werden wir Luft zwischenlassen, und zwar so circa 22 mm. Das Material ist ja 18 dick und dazwischen lassen wir 22 mm, damit die Beine nachher so leicht angeschrägt sind. So, 22. So, hier sehen wir jetzt, wie der PU-Leim aufgeschäumt ist und wirklich jeden Spalt gefüllt hat.
Ich habe vorhin versucht, mal Probe zu stecken und es passt nicht. Bei den Maßen habe ich mich vertan, aber ist egal. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein Stückchen raussägen, sodass das dann hier reinpasst. Ich habe alle drei Teile ineinander gesteckt und stelle fest, dass das Ganze instabil ist. Wie kriegen wir das stabilisiert? Indem wir von Strebe 1 zur Strebe 2 noch längs eine Leiste anbringen und dann am Ende mal schauen, ob es dann dadurch etwas stabiler wird. Dafür nehme ich mir hier diese Eichenleiste. Das ist noch das einzige Stück, was ich hier rumliegen habe, was von der Länge her ausreichend ist. Mit einer Schmiege habe ich den Winkel übernommen. Und werde das Ganze jetzt 1:1 einmal auf das Holz übertragen. Folgende Minute leider ohne Ton. Den mittleren Stab für die Stabilisierung habe ich einmal durch die Mitte getrennt und ist dann mit einem Scharnier versehen. Hier habe ich jetzt so Gewindehülsen, die hier, die werde ich jetzt hier reinschlagen, vorsichtig. Und jetzt legen wir uns mal die einzelnen Teile hier drauf. So, von der Gewindestange lassen wir oben so circa 12 mm in etwa, lassen wir abstehen.
Dann mache ich mal so schon einen schönen ordentlichen Tropfen rein. Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Das sieht ein bisschen kacke aus. Und hiermit ist das Projekt abgeschlossen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.